Einen wunderschönen guten Abend hier aus der Schwarzkopf-Akademie am Kärntner Ring vom Shikonomy Touchdown. Wir haben uns heute Abend unser großes Event, wo wir zeigen wollen, dass wir jetzt in der Medienlandschaft und in den Frauennetzwerken angekommen sind. Shikonomy ist ja das Netzwerk der Netzwerke und der Frauennetzwerke. Und wir haben heute auch die Fondsfrauen, das Karrierenetzwerk, zu Gast. Veronika Lammer ist von den Fondsfrauen in Wien in Österreich. Ursprünglich wurden die Fondsfrauen ja in Deutschland gegründet. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor für unsere Zuseherinnen und erklären ganz kurz, was das Karrierenetzwerk Fondsfrauen genau ist und welche Zielsetzungen Sie haben. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Veronika Lammer. Ich bin seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig, also im Investmentbanking tätig. Die Fondsfrauen ist ein Karrierenetzwerk, das sich eben zur Aufgabe gestellt hat, den Anteil von Führungskräften im Finanzbereich auch zu erhöhen. Und eben eigentlich vor allem in dem ganzen Asset Management. Also Asset Management heißt alles, was mit Veranlagung zu tun hat. Und seit 2018 sind wir auch in Österreich vertreten und da darf ich jetzt hier sozusagen als Statthalterin für die Fondsfrauen arbeiten. Ja. Und genau, ihr habt ja auch ziemlich viel zu bieten, grundsätzlich euren Mitgliederinnen. Soweit ich weiß, sind denn die Fondsfrauen als GmbH geführt. Das heißt, ihr sozusagen habt auch Mitgliederbeiträge und wirtschaftet tatsächlich nicht nur als Verein, sondern auch als Unternehmung im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe. Was bekommen jetzt Damen in der Investmentfondsbranche, die bei euch Mitglied sind, die bei den Fondsfrauen dabei sind? Ja, es stimmt, wir sind als GmbH organisiert und es gibt Mitgliedsbeiträge, die aber eigentlich nicht sehr hoch sind, mit 120 Euro im Jahr durchaus leistbar. Aber die Frauen bekommen dafür sehr viel. Wir haben hier in Österreich einige Veranstaltungen, also immer 2 bis 3 sehr große Veranstaltungen, aber wir netzwerken auch wirklich intensiv. Wir treffen uns monatlich, morgens, mittags, abends, also immer abwechselnd zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Und wir arbeiten auch in Workshops, also in Arbeitskreisen, an verschiedenen Themen. Und eben eines der Themen, das wir uns für 2019 vorgenommen haben, war das Thema Führung. Und wir haben es dann genannt, Führung braucht Frauen. Ja. Und da haben Sie ja so Killerphrasen formuliert, die ich sehr spannend finde, die man ganz oft hört oder mit denen wir uns auch bei Shikonomy sehr oft auseinandersetzen, mit denen Frauen so ein bisschen unterjocht werden sollen oder wo man sich irgendwie rechtfertigt, gerade in traditionell männerdominierten Branchen, um zu sagen, man rechtfertigt sich damit, dass eben nicht genug Frauen in Führungspositionen sind oder in leitenden Positionen. Ja, ja, das stimmt. Also wir haben einen Leitfaden entwickelt, der den Unternehmen auch helfen soll, wirklich Frauen an Bord zu holen, ihnen zu helfen, dann wirklich in Führung zu kommen und in Führung auch erfolgreich zu sein. Es ist ja wirklich so, dass Frauen hier sehr viele kleine und größere Stolpersteine vorfinden und wir möchten einfach helfen, das ein bisschen zu glätten und den Weg zu vereinfachen. Und die erste Killerphrase, die Sie angesprochen haben, die ist zum Beispiel, es bewerben sich ja zu wenig Frauen. Also Frauen sind nicht interessiert an der Finanzbranche. Und wir sagen, also es ist eine sehr interessante Branche. Wir glauben, wir sind auch davon überzeugt, dass sie sich für Frauen sehr eignet. Aber man muss auch ein bisschen anders an die Frauen herangehen. Es geht darum, dass man die Frauen direkt anspricht, dass man auch den Bewerbungsprozess ein bisschen entrümpelt. Also die Bewerber, die Stellenausschreibungen schauen immer so aus, dass man sich denkt, das muss ja Superman oder Superwoman sein, dass man hier dazu passt. Und wenn man das ein bisschen realistischer aufstellt, dann ist das durchaus interessant für Frauen auch. Und dann haben wir noch drei weitere Killerphrasen und da würde ich gerne meine Kollegin bitten, dass die dir jetzt weiter vorstellt. Danke. Danke herzlich, Veronika Lammer. Guten Abend. Christa Geier. Hallo. Freut mich sehr, dass Sie auch heute dabei sind bei unserem Shikonomy Touchdown. Schönen guten Abend. Freut mich auch sehr. Ja. Und dann fahren wir doch gleich weiter fort mit diesen Killerphrasen. Ja. Was habt ihr da noch weiter formuliert von den Fondsfrauen? Naja, eine dieser Killerphrasen ist natürlich, die Frauen bringen nicht die gleichen Qualifikationen mit wie die Männer. Sie sind nicht so qualifiziert. Was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Man muss ganz klar sagen, die derzeitigen Rollenbilder sind sehr männlich besetzt. Und wie die Veronika schon gesagt hat, man muss sozusagen mehr Diversität in dieses Aufnahmeverfahren, in dieses Auswahlverfahren bringen, mehr Diversität
heißt anonyme Bewerbungen, wo man nicht erkennt, ob sich ein Mann oder eine Frau bewirbt. Das ist sehr, sehr hilfreich, wie wir gemerkt haben. Und wenn Präsentationen vorbereitet werden zum Beispiel, dann gibt es ja sehr viele Vorurteile, dass Frauen zum Beispiel mehr lieblichere Präsentationen vorbereiten als Männer. Und auch da hat sich in Realität gezeigt, dass dem nicht wirklich so ist. Also es ist sehr männlich besetzt und man kann dem entgegenwirken, indem man diverser aussucht, die Entscheidung auch von diversen Teams dann entscheiden lässt und nicht nur von einer Person. Und insofern hoffen wir, dass wir diese Killerphrase damit entschärfen können. Also das waren jetzt zwei von insgesamt vier, haben wir jetzt schon gehört. Genau. Dann eine weitere ist, Teilzeit reicht nicht für Führung. Also genau, das heißt, viele Frauen leider aufgrund dann Erziehungszeiten bzw. in Zeiten der Kindererziehung haben gar keine andere Wahl, als in Teilzeit zu gehen, um auch Zeit für die Kinder zu haben. Wie sehen Sie das von den Frauen? Was ist da Ihr Ansatz? Ja, sowohl von den Vorfahren als auch ich persönlich kann ich sagen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ich bin auch Mutter und habe diese Doppelbelastung am eigenen Leib miterlebt. Und es ist eine tolle Managementaufgabe und eine sehr herausfordernde Organisation, die man da auf die Wege bringen muss, wenn man diese Doppelbelastung hat. Und ich behaupte, Frauen können das teilweise besser als Männer, weil sie sozusagen sich nicht nur auf ihren Beruf fokussieren können, sondern eben hier auch wieder die Diversität leben müssen. Und insofern bin ich auch sehr froh, dass die Fondsfrauen mit den Awards, mit den jährlichen Awards, zum Beispiel Role Model of the Year, Woman of the Year und Company of the Year, diese Frauen, die das alles unter einen Hut bringen, vor die Bühne holen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie auch das formuliert haben. Es gibt dann noch eine letzte Killerphrase, genau. Wir haben ihr ja eine Chance gegeben und sie hat sie möglicherweise nicht genutzt. Ja. Wie ist das zu verstehen? Ja, auch das hören wir. Wir haben ja eine Frau in den Vorstand oder in eine Top-Management-Position gehievt und dann performt sie nicht. Dazu muss man sagen, dass diese Frauen sehr oft alleine gelassen werden und dass es wirklich wichtig ist, diese Frauen nachhaltig zu integrieren. Und man muss ihnen auch zugestehen, dass sie genauso viele Fehler machen dürfen, wie Männer in dieser Position machen dürfen und dass man da nicht mit anderen Maßstäben misst. Also auch hier sozusagen ganz wichtig, dass man den Frauen die gleichen Chancen gibt, wie die Männer das haben. Und nicht eben diese Perfektion erwartet, die viele Frauen eh sowieso sich selber aufbürden oder von sich selbst voraussetzen und so daran oftmals nicht scheitern, aber sich einfach überfordern. Ja. Ne? Nobody is perfect. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt dann hinaus auf die Party. Ich melde mich später auch noch mit Live-Videos vom Shikonomy Touchdown, also bleibt dran. Vielen Dank, Frau Geier, Christa Geier von den Vorfrauen und ja, bis später.